Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir wollen jetzt einfach mal reinschauen, was hat denn das Universum hier für eine Botschaft für dich bereit? Ne? Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Ja, ich bedanke mich schon mal für eure lieben Kommentare, für eure Likes. Ich begrüße auch alle neuen Abonnenten. Ich freue mich auch immer über neue Abonnenten. Ne? Also wenn euch das hier gefällt, was ich hier mache, dann gebt mir gern Bescheid oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich natürlich auch immer über einen Like oder lieben Kommentar von euch freuen. Ja, schauen wir mal rein, was die Botschaft vom Universum euch für euch jetzt bereithält. Ne? Also, was möchte das Universum jetzt hier fürs Kollektiv mitteilen, für meine lieben Zuschauer? Oh, aha, sehr interessant. Es geht also jetzt demnächst um Vergebung. Mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. Ja, vielleicht ist ja der eine oder andere hier so in einem Groll, vielleicht auch wutig, vielleicht weiß man ja auch in einer Situation nicht weiter. Ne? Und es ist ja immer wichtig, damit Liebe fließen kann, dass man auch hier das Vertrauen in die Liebe hat. Ne, dass man da weitermacht und dass man, wenn man jetzt wirklich sauer ist, ja auf einen Gegenüber, auf einen Menschen, ne, es geht ja nicht nur jetzt um ein Gegenüber, es geht generell um Vergebung zu anderen Menschen, ne, dass du anderen Menschen auch vergeben kannst. So, dann schauen wir noch hier mit dem Tarot der Sinne. Wer an diesen Tarotik interessiert ist, findet das hier in meiner Infobox. Hier hatte auch jemand bei mir das Lenemo der neuen Zeit bestellt. Wenn du jetzt hier zuschaust, ne, ich glaube eine Gabriele. Gabriele, dein Kartendeck, wie gesagt, ist unterwegs. Ne? Und ja. Ne? Falls irgendwas noch nicht da ist oder so, dann gib mir da bitte Bescheid. Wir waren jetzt ein paar Tage wegen Feiertag noch, ja, hat das jetzt hier noch ein bisschen gestockt. Ne? Das wollte ich dir jetzt nochmal Bescheid geben. So, also, wir schauen jetzt. Was möchte dir das Universum jetzt noch mitteilen? Oh, das Universum möchte dir jetzt mitteilen, du sollst hier aus dieser Auswegslosigkeit heraus. Du sollst dich mit diesen Sachen konfrontieren. Der Ritter der Schwerter ist ja jemand, der immer direkt, vielleicht ist das ein Gegenüber, vielleicht sollst du das aber auch mit dir selbst machen. Geh in die Konfrontation mit dir selbst und schaue, was das Gefühl da bei dir auslöst. Ne? Was das für ein Gefühl ist, diese Auswegslosigkeit. Warum ist das auswegslos für dich? Ich lasse aber mal noch eine Karte springen. Okay, ich wollte eigentlich nur eine. Machen wir das jetzt so, wir nehmen die erstmal. Ne? Wenn du in die Konfrontation mit dir selber gehst, ne, dann kannst du hier auf jeden Fall auch etwas erreichen bei dir. Ne? Das wird dann erfolgreich werden und du wirst da drin auch etwas entdecken. Dann haben wir das Rad des Schicksals. Ja, das Ganze ist jetzt schicksalhaft, was da in deinem Leben ist, warum das gerade so sein soll, wie es ist. Und es geht hier generell in deinem Leben jetzt um Veränderung, ne? Dass hier krasse Veränderungen reinkommen und dass auf jeden Fall hier wieder was gerecht wird und in die Balance, in das Gleichgewicht kommt bei dir. Ne? Also nimm die Herausforderung und den Kampf an. Na gut, man muss ja jetzt nicht kämpfen, aber das Leben hat halt Herausforderungen. Ne? Sag dir, okay, das Ganze ist schicksalhaft, ich verändere jetzt etwas. Ich lasse das jetzt zu, dass sich etwas verändert. Geh nochmal hier in diese Auswegslosigkeit rein, wo das Problem liegt, ne? Konfrontiere mich damit selber, vielleicht auch mit dem Ritter der Schwerter, wenn es eine Person ist, die eher so, der Ritter der Schwerter ist eher eine Person, der geht knallhart drauf los auf etwas, ne? Also der haut ja auch knallhart die Worte an den Kopf, ne? Der denkt da nicht drüber nach und das macht dich vielleicht dann auch hier, bringt dich vielleicht dann auch in eine auswegslose Situation. Ne? Vielleicht bist du aber gerade in dieser Konfrontationsenergie und du sollst da rauskommen. Und wenn du in dieser Konfrontationsenergie bist, konfrontiere dich erstmal damit, was ist auswegslos für dich. Ne? Und dann komm aus dieser Energie wieder raus und bring das hier in eine Veränderung und ins Gleichgewicht wieder rein. Ne? Und das wird jetzt hier, sagt dir das Universum, wichtig sein. Du hast hier alles an der Hand mit dem Magier. Ne? Du hast hier Feuer, Erde, Wasser, Luft, alle Elemente bei dir. Du kannst das. Ne?
Du kannst das. Und das Thema ist wahrscheinlich hier die Liebe. Irgendwas macht dir Ängste und Sorgen. Ne? Vielleicht auch nochmal vergangene Themen, die da hochkommen. Vielleicht mit einem Menschen. Oder die Liebe, die aus der Vergangenheit wieder hochkommt. Ne? Und wir haben hier, das Ganze wird siegreich, wird wieder an Kraft gewinnen bei dir. Ne? So. Jetzt fragen wir nochmal mit dem Lennemore rein. Chiromaketti, Gilde Trevelyan Lennemore. Was möchte das Universum dir jetzt noch mitteilen? Freude, komm wieder hier in den Erfolg. Etwas wird erfolgreich werden, ne, für dich. Und zwar sollst du hier in dein Inneres nochmal schauen, in deine Emotionen, ne, und ja, diesen Schmerz bearbeiten, ne, vielleicht auch. Vielleicht kannst du dich aber auch von diesen Ängsten, es kann auch sein, dass dir das Universum jetzt sagen würde, komm wieder in deine Freude und du dich von diesen Ängsten verabschieden. Ne? Schneide diese Ängste von dir ab, die du vielleicht jetzt hier hast in deiner Situation. Gut, man kann jetzt nie, ne, Ängste sind auch auf einem gewissen Level normal. Ne? Also sich komplett abschneiden von Ängsten kann man nicht und von Emotionen schon gleich gar nicht. Ne? Weil Emotionen sind immer da. Man kann Emotionen verändern, indem man diese sich anguckt, ne? Und indem man die auch verwandelt hier, ne? In Erfolg, ne? In Glücklichsein, in Freude. Was möchte dir das Universum noch sagen? Ja, schau dir jetzt nochmal hier diese Verletzung an. Ne? Oder von was du dich hier befreien kannst und komm wieder in Frieden und Harmonie mit dir selber hier. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, weil wir sehen hier einen Kummer. Ne? Hier ist ein großer Kummer bei dir und dafür soll eine Lösung gefunden werden. Ne? Und dabei sollst du aber auch authentisch und wahrhaftig sein. Ne? Du sollst ehrlich zu dir sein jetzt hier. Sei ehrlich zu dir selbst. Was könntest du denn jetzt für eine Lösung finden? Frag mal so. Was wäre denn die Lösung für den Kurs, für diesen Kummer? Okay, ach Gott, die ist erstmal unter meinem Sessel gefallen. Moment, was ist denn da? Was liegt denn da? Oh, die Verbindung. Die Verbindung ist unter den Tisch gefallen. Das ist aber gar nicht gut. So. Ja, es geht hier vielleicht auch um Treffen. Ja, und da schaust du drauf. Ne? Du schaust hier auf diese Verbindung. Es geht entweder darum, vielleicht hast du einen großen Kummer hier, dass eine Verbindung öffentlich gemacht wird, ne? Dass man hier wirklich handfest was hat, dass man vielleicht zusammen ist und das auch öffentlich nach außen zeigt. Das könnte die erste Botschaft noch sein. Oder die zweite Botschaft ist, dass man sich hier in einer Verbindung, dass man sich treffen tut, dass man eine Sache rund macht, dass man. Jetzt klingelt das auch noch, Moment. Okay, so. Vielleicht kommt ja ein guter Freund, vielleicht kommt ja hier jemand zu dir, wenn es schon klingelt, ne? Ja, es geht wirklich darum, dass man hier eine Lösung findet, dass man auch die Wahrheit sieht, ne? Wenn es um eine Verbindung geht, die öffentlich zu machen oder wenn es um eine Verbindung geht, sich da zu treffen, ne? Dass du die Wahrheit da drin erkennen sollst und das ist die Lösung, ne? Erkenne die Wahrheit in dieser Verbindung, ne? Genau, so. Und jetzt noch eine letzte Botschaft für dich vom Universum. Oh, Geheimnis. Okay, das ist jetzt ganz schön herausgepurzelt. Es geht jetzt hier um etwas Verborgenes noch, um ein Geheimnis, was ich vielleicht jetzt noch lüften könnte. Ne? Also, das ist die Botschaft, die letzte Botschaft noch vom Universum. Komm, wir fragen da nochmal rauf. Mal gucken, ob das Universum uns auch verrät. Was ist denn das denn für Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Okay, da wird noch was entschieden. Komm, eine noch. Eine noch. Okay, dieses Geheimnis hat auf jeden Fall entweder mit Finanzen, aber ich denke, mir kommt jetzt eher so die Liebe für diese ganze Situation rein, ne? Weil die meisten auf die Liebe schauen. Dieses Geheimnis hat noch mit Gefühlen zu tun, ne? Hier ist noch eine Entscheidung, die mit den Gefühlen zu tun hat. Die entweder du treffen musst oder dein Gegenüber. Ne? Also das möchte dir das, jetzt wollte ich schon sagen, das möchte dir das Finanzamt jetzt sagen. Ne? Naja, für die einen oder anderen kann es ja wirklich eine Situation sein, die mit Beruf oder Finanzen zu tun hat.
Ne? Dass man sich hier mit etwas konfrontiert, was vielleicht gerade auswegslos ist, ne? Dass da noch was geklärt werden muss, hier man die Herausforderung annimmt, ne? Damit das im Inneren hier wieder ja, zu einer Freude kommt, damit man wieder Harmonie empfindet, ne? Dass man hier eine Lösung für diesen Kummer findet. Vielleicht geht's, wenn du jetzt wirklich auf Finanzen oder Beruf guckst, ne? Dann kann es auch sein, dass du hier irgendwie auf die Öffentlichkeit guckst, auf ein Amt oder auf eine Behörde, ne? Auf eine Verbindung in der Behörde. Würde, ne? Dass da irgendwas noch mit Finanzen, eine Entscheidung mit Finanzen zu tun hat, ne? Dass man dir vielleicht hier noch etwas nicht mitteilt wegen diesem Geheimnis. Kann natürlich auch sein. Ne? Du hast auf jeden Fall mit dem Magier ja alles dabei, das zu verändern. Ne? Aber wir haben hier ganz oft die Liebe. Ich denke, für viele wird es die Liebe sein. Aber kann ja auch sein, dass du nebenbei vielleicht auch noch auf die Finanzen guckst, ne? Und da vielleicht auch noch ein Thema ist. Das habe ich auch ganz oft in privaten Legungen, dass dann auch was anderes eintrifft noch extra mit, ne? Ja. Also wenn es in der Liebe ist, dann geht es ja noch, sich für Gefühle zu entscheiden. Und vielleicht ist es bei deinem Gegenüber so, ne? Aber du sollst dir auch ganz tief im Inneren hier bewusst sein über deine Gefühle zu diesem Menschen vielleicht auch. Ja? Ja. Komm darauf, lass mal eine Liebeskarte. Was sagt denn die Liebe dazu? Zu dieser Botschaft vom Universum. Was sagt die Liebe? Die Liebe sagt erstmal, dass da ein heimlicher Verehrer ist, ne? Und eine riskante Versuchung, der Schein trügt. Ja, hier ist eine riskante Versuchung bei dir irgendwo, ne? Und aber auch ein heimlicher Verehrer, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Und dann fragen wir jetzt mal noch die Engel und Ahnen, was ist denn jetzt hier noch die Botschaft von oben? Was ist hier noch eine Botschaft von oben? Ja. Da haben wir einmal die Erdenmutter, die sagt, fühl dich geliebt und getröstet, du bist immer beschützt. Und dann ist noch die Lady. Und die Lady, die sagt, genieße das Wachstum und ernte Belohnungen. Ne? Also du kannst hier an etwas wachsen und hier kommt auch ein Wachstum rein. Ne? Weil das Ganze ist ja hier mit dem Rat des Schicksal, schicksalhaft. Ne? Und eine schicksalhafte Veränderung. Und ja, du kannst die Belohnungen jetzt für dich ernten hier. Ne? Okay, meine Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ciao.